Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich wollte euch einmal eine Mini-Version von dem Pop-up-Book zeigen. Im Original sind ja zwei Märchen verbaut. Ich hatte ja auch hier schon mal eine kleine Burg reingesetzt gehabt und euch gezeigt. Und ich habe gedacht, was könnte denn noch ein schönes Märchen sein, was man zeigen könnte mit wenig Aufwand und mit wirklich ein ganz paar wenigen Steinen nur, habe ich mal den Anfang vom Froschkönig gebaut und den möchte ich euch zeigen, auch wenn es wirklich nicht spektakulär ist. Ja, das Wesentliche ist ganz klar hier der Frosch, den ich mit ein paar Slopes zusammengesetzt habe. Und hier haben wir den Brunnen. Leider ist mir irgendwie kein Weg gekommen, wo ich jetzt hier hinten nochmal eine große Linde hätte hinsetzen können oder einen großen Wald, den ich ja gebraucht hätte eigentlich für die Anfangsszene. Deshalb muss das jetzt so reichen mit der Königstochter und dem Froschkönig. Das Schöne ist, wenn der Froschkönig schon da ist, die Kugel ist schon in den Brunnen gefallen. Ich hatte keine goldene Kugel, die ich eher hätte in die Hand geben können und so sitzt der Froschkönig schon da. Ja, das war es jetzt auch erstmal von dem kleinen Bau, von dem kleinen Frosch und meiner Prinzessin. Ja, schreibt mir doch in den Kommentaren, was ihr zu diesem kleinen Bau haltet oder schickt mir mal ein Foto von dem, was ihr schon so alles in das Pop-up-Book reingesetzt habt und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos.